Zone B eingenommen. Aber genau das. Genau das, genau das! Nein, der war linke rechts hat, aber. Fuck! Hallo? Oh yeah! Oh ne, du. Oh, oh! Okay, ich habe nichts gesagt, das ist absolut insane. Im heutigen Video geht es um eine interessante Perk-Kombi, und zwar bei der Erbe um Hüftfeuergriff mit Freihandstrike. Viele sagen Hüftfeuergriff, doch ich persönlich finde Freihandstrike, das harmoniert einfach perfekt zusammen. Ich meine, ihr bekommt noch für Todesstöße extra Reichweite, extra Stabilität, extra Präzision aus der Hüfte, zusätzlich zu eurem Hüftfeuergriff noch oben drauf, sobald ihr einen Kill gemacht habt, was richtig, richtig nice harmonieren könnte. Ich sage könnte, denn ich weiß selbst noch nicht, wie es funktioniert. Nur meine Idee ist, Hüftvollgriff plus das, das kann eigentlich was ziemlich Nices sein. Dazu habe ich hier noch freihändige Griff drauf gemacht, denn ich bin offen und ehrlich, ich wüsste nicht, was sonst. Ich dachte mir, hey, stacken wir es einfach mal zu dritt. Vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß nicht, ob es sich gegenseitig was wegnimmt. Aber ich bin gespannt drauf, auf Hüftvollgriff mit Freihandstrike, mit der extra Präzision, dass der zweite Schuss danach vielleicht sogar nochmal präziser ist. Ich bin richtig, richtig gespannt drauf, wie das funktionieren wird, ob das überhaupt funktionieren wird und ob ich aus der Hüfte was treffe. Aber so an sich kann das nice sein. Deswegen finden wir es gemeinsam heraus. Ab ins Gameplay, let's go. Das ist das erste Match in Vostok. Ja, also das irgendwas stimmt nicht mit dem Vision in Vostok. Oh! Ja, es funktioniert direkt. Woohoo. Nein, nun, Buddy. Ich weiß warum, auf dich. Elfling auch stimmt. Mein erstes Mal, Rerun Out of Medals gemacht auf der Map hier. Was ist das hängen? Du sagtest gerade dreimal, du hattest dein erstes Mal auf dieser Map, ne? Ja, ich hatte mein erstes Mal Run of Medals hier. Beruhig dich. Ja, dein erstes Mal. Ich darf fast fragen, ob du dein erstes Mal auf einer virtuellen Map haben kannst. Wie kriegst du das hin? Ich krieg das hin. Oh, also ich war gerade im Menü. Wie geht's nicht gut erwischen? Unlucky. Let's go, ich habe noch. Also, für die Information, mein komplettes Ziel hier drin ist es theoretisch, mit der Shotgun aus der Hüfte Kills zu machen. Das heißt, ich bin dafür, dass meine Teammates sich einfach für mich opfern, damit ich zumindest Bodyshots hinbekomme. Aber die Präzision am Anfang war schon mal richtig gut. Ich habe sehr viele Pings. Die Frage ist, bekomme ich einen davon? Ja! Yeah! Habe ich mehr Präzision? Es hat funktioniert. Also das Hipfire-Ding ist ziemlich lustig. Oh Gott. Ich will ja nicht allein sein. Ich würde gerade gerne allein sein, aber rechts im nächsten Gegner. Okay. Was? Tut mir leid, Mats. So war das nicht geplant, okay? Es tut mir leid. Ich hab gedacht, wieso sterbe ich jetzt? Okay, also das Hipfire ist insane. Sein Sniper-Künste sind insane. Er hat mich aus 2 cm gequickscoped. War ein Wurfmesser, aber ja. Komm, halt wieder raus. Ich hab ihn gebuddied, let's go. Ich liebe diesen Wurfmesser. Nein, 191, es reicht nicht. Als ob. Ich hab einen noch, dann bin ich raus. Ciao. Jetzt guck hier. Frech. Warum bin ich dir leer gelaufen? Weil du mich liebst. Ja, dafür wurde ich eingefroren. Ja, aber das war Liebe. Eiskalte Liebe. Das stimmt, aber wenigstens Liebe, hä? 5 Minuten. Ey, erwischen. Das ist ein Bubble. Ich hab einen falschen. Nein, ich darf keinen zweiten Mili haben. Ich bin mir sicher, dadurch, dass ich so viel dummes Zeug mache, wird das hier in diesem Video ein paar mehr Trades geben. Aha. Ja! Und das, was ich hier mache, ist mein einziges Ziel, wo ich habe. Haha! Den Spaß habe ich, das macht mega Fun aus Hüfte, auch wenn der vorhin hätte sterben sollen. Aber sonst ist es nice, oder?
Das ist schon lustig. Zu wissen, okay, wenn ich jetzt aus Hüfte da hinschieße, trifft's auch. Ah, ich bin dead. Nice, der Warlock hat ihn. Jetzt kommt wieder der Hüftfeuerball, pass auf. Yeah! Ah! Lege ich doch gerne mal rein. Nein, ich wollte den auch streifen. Oh. Okay. Jetzt habe ich einen ziemlich weiten Slide, um daneben zu schießen, weil das Slide mich ziemlich rausbringt. Aber ich habe einen ziemlich weiten Slide. Ach, scheiße. Okay, es sind links und rechts Gegner. Ah, mein Buddy said. Hinten ist genau auch was. Aufpassen. Frage ist, wann der kommt. Ich gehe da mal rein, ne? Ist besser als ich. Nisser nicht! Ich will die Special, ich hab Angst, Hilfe! Gut, dann schild, ich will nicht. Hinten kommt auch einen Juggernaut. Ah! Wuhu, sogar das ist Natural aus der Luft! Ich hab Spaß, ich hab sehr viel Spaß. Ich meal ihn einfach, weil ich Titan bin. Ich hab Angst, weil hier sind ein paar mehr Pings. Wenn mein Mini connected, wäre es doch lustiger. Mann! Ey, das ist mega lustig. Das macht übertrieben Spaß. Vielleicht soll ich auch ein bisschen aus dem Visier spielen, aber das Hüftfeuer mit den drei Perks ist absolut nice. Übertrieben funny. Vor allem mega gute Connection. Also klar, es sind ein paar mehr Trades dabei, aber es ist echt lustig. Bin mir nicht sicher, ob man es unbedingt durchgehen so spielen sollte, so wie ich es mache, aber vom Zeigenaspekt her sieht man schon, dass es, glaube ich, ein bisschen lustig ist. Das ist dumm. Wow, er nimmt kein Damage, ey, warum? Ey. Die Skill-based und nicht Connection-based. Da ist ein Gegner. Der ist dead. So ein Kack. Bin auf dem Weg. Komm von hinten. Ja. Ich push ihn einfach, ist mir kacke egal. Nein! Titan gegen Titan! Das war klar. Du musst sie halten. Zone A erobert. Also die Map ist ein bisschen groß für mein Vorhaben, ne? Oh. Ich weiß nicht wohin. Sei die Mülltonne. Meint ihr, die sehen mich? Ich glaube ja. Sieht so aus. So, ich hab den Plan. Ihr nehmt B ein. Ihr nehmt. Ich will diese verkackte. Warum? Ach Mann, so ein Kack. Gut. Ihr nehmt B. Mann, jetzt ist mein Plan kaputt, weil ich die Special nicht bekommen habe. So eine Scheiße. Oh, DMD. Boom. Zone C erobert. Dumme Idee. Oh, ich hab ihn geheadshottet. Nevermind, gute Idee. Also gut, dass da noch zwei andere sind, aber lol. Ah! Okay. Ich war der Zweite, hat sie reingeschossen, habe ich neben geschossen. Okay. Ich lass dich vorrennen. Neuer Versuch, ich renn selber vor. Ja, das funktioniert schon besser. Ey, eine Bubble kann ich jetzt nicht sogar. Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt nicht auf den Kopf one-shotten. Ja, stark, Kopi. Natürlich kannst du auf den Kopf one-shotten. Das ist ein Shotgun. Eine Slug. Shotgun. Aber kann ich auf den Buddy jetzt one-shotten? Ich mache Headshot. Ich liebe das Hüftfeuer, das macht so Spaß. Das ist so dumm, das so zu spielen, aber es ist so lustig. Also, okay, nein, dumm ist es eigentlich gar nicht, das so zu spielen. Wenn man das gut beherrscht und sein Hipfire richtig reinbekommt, Multitasking ist echt schwierig zu machen, ist das richtig nice, weil du kannst theoretisch über Handcan direkt auf Shotgun wechseln, aus Hüft den Headshot machen und musst nicht erst ins Visier gehen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. So gesehen. Zone B erobert. Der Zonenvorteil ist. Ja. So, wenn du es in der Situation benutzt, ist Hipfire ziemlich nice, wenn du gerade nicht zielen kannst. Wenn du dann den Gegner nicht siehst, weil er unsichtbar ist, ist es scheiße, aber das ist jede Waffe scheiße. Ja. Gott, ich und Unsichtbare, ne? Das funktioniert einfach nicht. Und ich trage schon eine Brille. Was soll ich denn noch machen, um die zu sehen? Es geht mir teilweise echt nicht anders. Also,
ist schon wieder auf der Mauer, auf der Lauer mäßig. Geht es irgendwie so? Dann machen wir uns bei Handcan-Kills. Bin ich fein, ich habe noch einen Schuss drin. Zickzack, zickzack, zickzack. Warte, alles gut. Hab zwei Shotgun-Schüsse. Ich muss kurz. Multitasking funktioniert nicht. Nice. Die Nate hat mir einen Teamshot gegeben, lol. Nein, Guppi. Nein, Guppi. Ja, Guppi. Wo ist deine Special Warlock? Oh, das sind zwei. Der spielt vielleicht keine. Habe ich gemerkt oder sie aufgebraucht? Warum? Das war frech. Habe ich meine Beine gewechselt? Nein, das ist nur ein Buddy. Haha, ich habe einen Schulter-Charge. Warte. Nice Team. Muss sie halten. Yeah. Ey, da ist ein Well. Ey, der kommt einfach in den Well rein. Will noch eine? Will noch eine? Warum nicht? Yeah. Ich hab Spaß. Er wird mich gleich holen, ich weiß es. Trotzdem versuche ich es. Nein, das sind nur ein Buddy, so ein Kack. Ich war mir so sicher, auf dem Kopf zu sein. Aber gut, Flinch gibt's immer noch. Nice Team. Den Assist nämlich. Hallo. Warum habe ich ihn nur gebuddied? Hat er sich selbst gegen mich gerade? Wie geht das überhaupt? Oh Gott, nein. Okay, pass auf. Dumme Idee. Die Idee war gar nicht mal so dumm. Es ist nur ein Gegner von uns. Ja. Also eigentlich ist schon ziemlich nice zu wissen, okay, du kannst jetzt Hüfte einfach schießen und triffst da, wo du schießt. Oh mein Gott, das ist kein Headshot war. Warte mal. Aber so zum Beispiel, genau so Handcan Cleaner mit der Shotgun, dafür ist es gemacht, finde ich. Das ist einfach richtig nice, wenn man das so spielt. Weil du dir keine Sorgen machen musst. Und du kannst theoretisch sogar, wenn du weißt, wo du hinziehen musst, den Head machen. So wie ich zum Beispiel das nicht weiß. Ich habe einen Headshot gemacht, aber zu spät. Das funktioniert ziemlich gut mit dem Hüftfeuer. Verstehst das Problem nicht? Es funktioniert verdammt gut mit dem Hüftfeuer. Verstehst das Problem nicht? Scheiße, eine Bubble. Ich habe ein Problem. Ja, deswegen heißt es ja B für Bubble. Aha. Ich bin so lustig. Aha. Verstehe. Ich habe Angst auf B in Bubble. Warte mal. Aber genau das. Genau das. Genau das. Nein, der war linke Richtzahn. Warum machst du das? Was habe ich dir gerutscht doch? Oh, nö, du. Sein Melee connected nicht. Wuhu. Warte mal. Zone A verloren. Yeah. Das werde ich verlieren, ich weiß es. Warum? Ich krieg jetzt den vierten Well in die Fresse. Können wir mal was anderes machen, als mich zu wellen? Bitte? Anscheinend nicht. Ich merk's. Yeah! Ey, jetzt mal, ich sag das viel zu oft, aber aus dem Hüftfeuer-Aspekt in so einem Bereich wie gerade eben ist das nice. Und jetzt kommen wir zu meinem Multitasking. Ich glaube, ich muss es gar nicht mehr sagen, man weiß, dass ich scheiße Multitasking bin. Titan! Der ist double-tapped. Please! Okay, dann muss nur links oder rechts kommen. Am besten drüber springen. Oh ja, von rechts und von links von mir wieder. Ach du Scheiße. Da! Ja! Alles gut, ich lebe. Oh. Ich glaube, wir haben da oben einen Rift stehen. Sicher? Ist hier ja nicht mein Gegner, hä? Oben bei Pins. Das Team. Ich habe keine Special mehr, darum liegt zwar Special, aber ich habe Angst. Oh Gott. Aus dem guten Grund. Und ich wollte den hier oben holen. Das Team ist draußen. Ich finde es halt interessant, dass die Waffe auch aus der Luft gut connected aus. Oh mein Gott, das sind zwei rote Lichter hinten. Aus der Luft, wollte ich sagen. Nice, es war sogar ein Headshot.
Ja, das war's mir wert. Hallo? Oh, yeah. Oh, nee, du. Oh, oh, okay, ich hab nichts gesagt, das ist absolut insane. Nice Team. Das war ein Headshot. Auf die richtige. Nein, lass. Hey, verpiss dich doch! So eine Scheiße, ich habe keinen der 5 Specials bekommen, willst du mich verarschen? So ein Kack. Okay, jetzt kommt gut, das Snipe. Hab den? Und ja, vielleicht habe ich gerade versucht, einen Spawn mein Teammate zu killen, um seine Special zu bekommen. Aber falls eine Frage, natürlich wollte ich nur mit dem Shoulder Charge schneller nach vorne gehen, okay? Perfekt. Nein, ich krieg. Es kann nicht sein, dass ich gar keinen Special abbekomme. Ich Special. Eine Minute. Ich bin gerade. Mir geht's gerade nicht so gut. Wieder vor mir. Mir geht's gerade gar nicht gut. Hab nicht gesagt, dem geht's nicht gut. Denen geht's nicht gut. Oh mein Gott, sobald du den Perk am Laufen machst, ist der richtig geil. Multitasking. Schade. Das Video wird nur aus Trades bestehen. Das passiert dann oft, wenn ich sowas wie eine Shotgun teste, wo ich logischerweise reinrenne, um die Range zu testen. Aber dafür sieht man, glaube ich, nahezu alle Ranges, die man machen kann. Ist das eine freundliche? Ich habe mich so erschrocken, weil es plötzlich blau wird. Es war eine freundliche Fist. Das ist, ist das wie eine Smoke? Habe ich mich wieder selbst verarscht? Nee, ist es nicht. Oder? Du hast dieses Match verloren. Ach man. Na und? Es war trotzdem saulustig, auch wenn viele Trades dabei sind. Das, also, wenn man das richtig beherrscht, kann man das bestimmt saugut abusen. Ich meine, ihr kennt selbst Handcan, Shotgun, der um einen zu killen, das mit einer Slug-Shotgun plus direkt auf den Kopf, wenn man eine gute Präzision hat aus der Hüfte, richtig gut. Richtig, richtig, richtig nice. Wenn man es beherrscht. Manchmal hat es ziemlich gut funktioniert, manchmal habe ich einen guten Struggle gehabt, sage ich ganz offen. Aber es macht Spaß, es macht richtig Spaß. Ich kann es empfehlen, die zu craften, auf jeden Fall.